Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen, hier zurück bei Folgt mal dem Grimmigen auf Legendär in Total War Warhammer 2, auch wenn wir gerade eben Balthasar Geld sehen. Ja, und ihr seht das Ergebnis der letzten Schlacht. Es war eine ziemlich heftige welche und überraschenderweise haben die hier dann doch noch eine ganze Menge gemacht. Entscheidend waren am Ende die letzten paar Granaten der Höllenfeuersalbenkanonen. Und falls ihr euch fragt, sag mal, warum hast du denn diesen wahren Witz von Schlacht überhaupt gespielt? Du wusstest doch, dass du hier viele Verluste bekommen würdest. Yo. Aber zwei Gründe. Nummer eins, damit war es möglich, diese feindliche Armee zu vernichten und damit kann die jetzt nicht mehr in Aktion treten. Das war die letzte Armee, von der ich weiß, welche die Vampire hier hatten. Und Nummer zwei, ich wollte gucken, ob ich es kann. So, ja, so viel dazu. Das war der einzige echte Grund. Der zweite war sehr viel wichtiger tatsächlich. Und jetzt haben wir hier nämlich die Festung Berg Bre und haben einen safen Zugang. Die haben jetzt zwar noch Burg Artois, aber Burg Artois wird nicht so eine große Rolle spielen. Da bin ich mir recht sicher. So, jetzt bekommst du hier noch Seelenfeuer. Und jetzt bin ich nochmal am Überlegen, was ich bei ihm hier noch machen kann. Er hat ja hier Rüstung für alle Einheiten. Pistoliere nach wie vor, Luminarium und Dampfpanzer. Er hat ja schon einen Bonus auf Bihandkämpfer. Ich denke, ich werde ihm jetzt auch die Bihandkämpfer gönnen. Auch wenn es noch eine Weile dauern wird, bis ich sie ihm hier bauen kann. So, gucken wir mal in die Festung Berg Bre rein. Die ist immer noch Stufe 4. Das heißt, die ist top unterwegs. Können wir nochmal mehr Handel machen. Es kommt zur Rebellion jetzt hier in Arden. Das muss mich allerdings nicht stören. Okay, und jetzt gucken wir mal gerade eben, wo sind unsere ganzen Armeen? Ihr seid immer noch am Rekrutieren. Ist noch am Rekrutieren. Volkmar fehlt noch eine einzige Einheit. Was warte ich denn hier bei ihm? Gott, ich weiß es nicht mehr. Ich habe auf irgendwas gewartet. Da bin ich mir sicher. Könnte das Ding hier nehmen. Großkanonen, Mörser, Höllenfeuer, Salvenkanonen, Raketenlafetten. Gut, dann sind wir bereit. Können mit ihm hier wieder das Chaos ziehen. Oh Gott, können wir weit laufen. What? Okay, das ist eindrucksvoll. So, einfach mal quasi quer durch die Walachei rennen. Guck mal, das schaffen wir auch noch alles. Ah, nee, das schaffen wir dann nicht mehr alles. Das ist ja mal witzig. Ja, verbrauchen wir eine ganze Menge in Bewegung. Das ist ja wegen den Straßen, dass wir da von Anfang an so mega weit laufen können. Das hat 15% mehr Bewegungsreichweite wegen den ollen Straßen. Würde das nicht immer so weit springen, ey. Dann wäre ich sehr glücklich. So, der südliche Oblast Kislev hat jetzt noch eine weitere Stufe. Jetzt können wir hier tatsächlich den Bokka-Palast machen. Den machen wir natürlich auch. Und auch hier muss natürlich das da rein. No question, ne? Okay. Ansonsten, Prag. Sind wir einfach mal gespannt, was jetzt auf dich zukommt. Die restlichen Armeen sind alle bewegt. Geld machen wir genug. Wir können gar nicht so schnell Truppen rekrutieren, wie wir Geld machen. Spirit Master. Jeder von denen muss sein Sätzchen sagen, ne? Jeder hat was auswendig gelernt. So, mit den Hochelfen. Boah, die sind mega stark, ey. Also ich glaube, wir werden hier alleine durch ein Bündnis einen Sieg durch eine große Kampagne davontragen. Guck mal, was da oben die Zwerge sich schon alles geholt haben. Die Zwerge sichern sich jetzt hier oben im Chaosgebiet hier so nach und nach ab. Weil sie hier rausgeboxt werden. Ja, wir sind da noch lange nicht fertig. Übrigens, Ankündigung. Falls es zu einem DLC kommen wird, werde ich das hier pausieren. Für den DLC. Und je nachdem, was dann besser läuft, also wenn euch der DLC dann besser gefallen sollte. Ich weiß noch nicht, wann was kommt. Ich habe noch keinerlei offizielle, noch inoffizielle irgendwelche Informationen. Ich will es mir schon mal ankündigen, ne? Also wir werden dann nicht zwei Let's Plays parallel haben, weil es kann ja gut sein, dass ich jetzt schon zwei Let's Plays für den DLC laufen lassen muss. Dann wären das drei. Und das lassen wir jetzt einfach mal.
So viel dazu. Das würde momentan einfach meine Möglichkeiten sprengen. Na komm schon, sei fertig. Tod und Zerstörung gehen euren Armeen voraus. Eure Ich Macht. will ihn zum Schweigen bringen! Gott. Nochmal 13.000. Wisst ihr, das ist der klassische Fall. Das Geld im Imperium. Am Anfang des Spiels zu wenig zum Leben, zum Sterben zu viel. So, ich mache jetzt hier noch mehr Handelswaren. Weil wir jetzt hier im Moment den Rohstoffhandel geschafft haben. Wäre auch nicht schlecht, mehr Rekrutierungskapazität. Okay, hier oben gibt es anscheinend eine Rebellion, währenddessen wir noch dran arbeiten. Hier kommt der Feind auf uns zu. Wir halten hier einfach unsere Position. Mehr können wir hier nicht machen. Mehr ist nicht drin in Prag. Ah, er schon wieder. Oh Gott, alle beide schon wieder. Sie sind wieder hier in meinem Revier und saufen mein Bier. Ja, Entschuldigung. Und das mag ich überhaupt nicht, wenn jemand mein Bier einfach säuft. Ja, das ist wise. Und das hier wäre hinterhältig. Das hier wird leider noch ein bisschen dauern. Wir holen diesen Mörser noch dazu. Er hat ja auch einen Bonus auf, glaube ich, so Pistolenschützeneinheiten, ne? Gönn dir. Dann haben wir jetzt genug Artillerie hier am Start. Hier könnten wir noch Bihandkämpfer dazu nehmen. Und Korps Elite des Imperators. Ich habe gerade eben keinerlei Pistolenschützen mehr, die ich ausbilden kann. Bei Balthasar Geld und die in der anderen Armee da oben sind die letzten, die ich habe. Aber ich muss dem jetzt hier trotzdem noch ein paar Einheiten geben. Irgendwas Kavalleriemäßiges. Bleibt dabei, dass ich die hier besser finde, weil die auch noch Magieresistenz haben. 1, 2, 3, 4. Beide haben einen Bonus gegen Infanterie, bloß die sind schneller. Sind dann nicht ganz so mutig. Aber machen Feuerschaden und haben einen besseren Angriffsbonus und Magieresistenz. Mehr kann man sich nicht wünschen. Bin gerade ernsthaft am Überlegen, ob das hier nicht eine bessere Verteidigungsarmee ist als das hier. Deswegen der Gedanke, die auszutauschen. Ja, es muss er da halt rein. Weil wenn ich hier nämlich direkt angegriffen werde, sind die hier nicht so nützlich. Die hier schon. Okay. Der Rest ist jetzt auf dem Weg. Also, die Sache mit dem Chaos ist noch lange nicht durch. Ich komme einfach nicht, meine finalen, also meine Missionsschlachten zu machen. Der Druck ist unfassbar stark. Was kann ich eigentlich in Altdorf nochmal rekrutieren? Nicht so viel. Hier rekrutieren wir jetzt endlich. Oh, die Erlösung kommt im nächsten Turn. Freunde, dann hat das Chaos aber ausgeschissen. Wenn es nach mir geht. Oh, wäre das gut, wäre das gut. Ich bin nur überlegen, ob ich in Nullen hier alles rekrutierbar machen will. Wisst ihr, ich könnte das hier einfach einstampfen und sagen, das brauche ich jetzt hier nicht so dringend. Das sind zwar 500, aber guckt euch mal die Kohle an, die wir hier machen, ne? Es bringt eigentlich mehr hier, das wirklich zu einer Rekrutierungsstelle zu machen.
Nullen das Waffenarsenal des Imperiums. Watch the quarry. Dem hier fehlt auch eine Einheit. Eieiei. Sollte ja eigentlich Imperator Karl Franz da drin sein, ne? Quicker, man! Kann ich den direkt angreifen? Kann ich. Dann ist hier dieser Aufstand ebenfalls niedergeschlagen. Gefangene begnadigen. Ich weiß nicht, wie man Untote begnadigt. Ich weiß es wirklich nicht. Macht wenig Sinn für mich. Ja, du gehst ja auch nochmal auf die Pistolenkorps. Ja, mir fehlt auch wieder ein Magier. Branzl ist die ganze Zeit ohne einen Magier unterwegs. Gucken wir mal, was wir jetzt hier zur Auswahl haben. Zuversichtlich, ich weiß es nicht. Ich hätte gerne irgendwas, wo nochmal so ein paar Punkte Kampfstärke mit dabei sind. Ich brauche keine Zuversicht bei einem Kommandanten, der hauptsächlich auf unerschütterliche Einheiten setzen wird. Himmelszauberer. Was? Ich glaube, ich nehme einen Jadezauberer. Jade Wizard. Aus einem einfachen Grund. Die unerschütterlichen Einheiten werden ihr nicht wegrennen. Logischerweise. Das heißt, sie werden sehr, sehr stark sein, wenn man sie immer wieder heilt. So. Und ihnen noch mehr Rüstung gibt und solche Scherze. Also gehen wir jetzt erstmal auf diese ganzen Erneuerungszauber. Und noch mehr Vitalität. Das könnte es bei ihnen halt echt sein. Hunters. Wie lange braucht Franzl noch? Oh Mann, habe ich hier eine lange Liste. Da ist er. Er braucht noch 2 Runden, okay. We will not be overcome. Das ist toll. 2 Turns hier bis zur höchsten Stufe. Carcassonne. Kann endlich die Mauer bauen. Wie brauchbar. Land der Trolle. Bekommt endlich den Großhafen. Bauen wir noch die Straße rein. Was machen wir da jetzt noch? Ja, komm, Schrein des Sigma. Das ist das Thema bei uns jetzt hier. Schrein des Sigma für alle. Oder so. Gut. Möge das Chaos kommen und uns zur Hölle jagen oder so. Ich meine, das machen sie ja sowieso. Black Winds. Ich werde irgendwann mal genügend Truppen da oben zusammensammeln müssen, um einen Vorstoß in die Chaoswüste zu unternehmen. Und dann einfach ihren Ursprung auslöschen. Ich glaube, die sitzen da oben halt echt rum und drehen Däumchen. Bearschen mich, um es mal so direkt zu sagen. Ne? Die bauen halt immer wieder ihre Armeen neu auf, als ob sie da so eine Stadt hätten. Das ist wahrscheinlich einfach ein stationärer Kommandant, von dem sie aus immer wieder spawnen. Friends of the Empire, come. Er will jetzt ein Schutzbündnis, kämpft gegen jede Menge Dunkelelfen. Machen wir aber noch einen militärischen Zugang dazu. Ich weiß, ich habe Geld, dass es knallt. Ich verlange es trotzdem. Komm, machen wir doch gleich ein militärisches Bündnis und ich verlange gar nicht so viel Geld. Wobei. Doch, der hat ein Bündnis mit den Hochelfen.
noch mehr Gelände, das jetzt einfach zu uns gehört. Haben sich die Khemris also jetzt hier der Order Tide angeschlossen? Die also aus mir und Lothern besteht. Ja, okay, die Zwerge sind auch noch da, aber... Oh, 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 oh. Okay, da kommt definitiv kein Magier mehr rein. Welcome, oldest friends of the Empire. Die wollen jetzt auch mitmachen bei unserem militärischen Bündnis. Ich habe zwar keine Ahnung, warum ich da noch diesen militärischen Zugang mit aushandeln kann, aber ich kann es. Guck mal, wie viele bereit ist zu zahlen. Sobald das Chaos kommt, bildet sich halt diese mega krasse Order-Tide, ne? Die haben echt nicht viel, ne? Aber trotzdem. Ich nehme jetzt hier an Verbündeten mit, was ich kriegen kann. Okay. Gaben greifen die Stadt an. Ich mach das mit Söldnern. Egal wie das ausgeht. Wir haben es leider verloren. Wie tragisch. Anscheinend doch nicht. Egal. Wir haben gewonnen. Das sah aber nicht so aus. Was war das gerade? Ich hatte erwartet, dass... Ich habe nicht genau hingeguckt. Das sah so aus, als ob wir verloren hätten. Wir haben es aber in Wahrheit gewonnen. Abgefuckter Scheiß. Never yield. Okay, wir sind jetzt hier. Who calls? Du joinst jetzt der Truppe hier. Relics of power. Volkmar the Grim. Und das hier bleibt ein Problem. Yes, my lord. Ja, ich deaktiviere jetzt erstmal das da, weil mehr ist nicht drin. Das sind Riesen ohne Ende. Gott. Also ich ahne, dass es hier das Ende der des von Prag jetzt doch noch kommt. The nation calls. Man kann es gerade eben beinahe schon riechen. Den Pestgestank, der da über die Burgmauer schwappt. Nur noch 8. Nur, dass wir das jetzt hier einfach nicht hinbekommen, das liegt aber daran, dass ich Bechhafen und so weiter und so fort nicht habe. I'll ignore that. Ja, okay, aber guck ich mal diese Billo-Truppe an. Das sehe ich ja jetzt schon, dass sie hier nicht reinkommen. Was wollt ihr denn hier? I will marshal the men. Es ist passiert. Hi. By the Comet. Auf einmal jede Menge Dampfpanzer neben ihm hier. Der Gunther von Blount. Wisst ihr, den nenne ich jetzt um. Das ist nicht der Gunther von Blount. Das ist der Gunther von Boom. So, Gunther von Boom ist sein Name. Er bekommt auf jeden Fall auch eine gescheite Ausrüstung. Ja, ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht hier mit der glitzernden Schuppenrose. Mutter des... Mutters Verderben. Talisman. Kommt der physische Resistenz. Er darf auch gerne Entsetzen verursachen, denn wir haben ja noch nicht genug Entsetzen in der Armee. Geschwindigkeit und den ganzen Kram hier. Bei Unverdorbenheit ist immer gut. Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte. Guck mal gerade eben, ob ich noch mehr Bewegungsreichweite irgendwo herbekomme. Mhm. Ach, noch mehr Handel. Fraktionsweit. Dumm. Ja, nochmal 7% mehr Bewegungsreichweite. Vielleicht finden wir nochmal einen 8%er oder einen 5%er. Da ist der 8%er.
In der nächsten Runde können wir sauweit laufen. Also dieser Tooltip nervt. Ja, das war's. Also gut, dann bekommt er halt noch Kampagnensichtfeld. Ja, finde ich gut. Muss nur noch hoffen, dass er dann auch noch demnächst noch einen weiteren Level-Up bekommt. Dass ja der Dampfpanzer hier komplett ausgeskillt wird. Balthasar hat sich jetzt hier weitgehend erholt. Huntsman General. Wir können hier hingehen. Ich muss hier auf 50% gehen. Leave no one behind. Damit ich das hier machen kann. Mit ihm gehe ich jetzt. Ah, die haben Helmguard genommen. Okay. Dann gehst du jetzt nach Nullen. Und jetzt mache ich dann doch noch das hier wieder, ne? Haben wir diesen einen Ort, an dem wir all diese coolen Sachen bauen können. Und Nullen ist so tief im Imperium, dass ich mir da gar keine Sorgen mehr mache. Ich wünsche euch toi toi toi, ey, ohne Witz. Also toi toi toi, dass sie nicht sofort angreifen. Dann haben wir nämlich da noch eine Chance. Ah, ich habe die Tegans fahrende Ritter jetzt hier kennengelernt. Der hat leider Krieg mit denen. Das sind die letzten Bretonen. Aber sind wir mal ehrlich, die spielen auch echt keine Rolle mehr. Nee, die spielen keine Rolle mehr. Ich mache jetzt hier auch noch ein militärisches Bündnis. Komm, scheiß drauf. Bekomme ich noch mehr Land jetzt hier? Die führen ja Krieg gegen die Skaven. Okay. Ich habe da anscheinend schon wieder jemanden vergessen reinzutun. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich ist derjenige gestorben, ne? Kann gut sein. So, er hat jetzt die Goblin-Geißel. Unklinge des Hochlandes spart mir nochmal Kohle. Und ermöglicht mir auch wiederum, die Einheiten von dort zu rekrutieren. Ja, die Dunkelelfenarmeen hier durch mein Land ziehen, sind halt, ist halt immer noch sehr weird. Bin gespannt, ob das Chaos jetzt angreift. Nagaronte ist so gut wie besiegt, wie wir gerade eben gesehen haben. Clan Mors ist unfassbar mächtig. Fast so mächtig wie die Hochelfen. Aber denen gehört auch das Kernland der Zwerge. Und die Zwerge verlieren immer mehr Land. Ich sehe, wie sie hier hochgetrieben werden. Ich habe jetzt hier schon anscheinend direkte Grenzen mit den Skaven. Und sie sickern jetzt bei mir so langsam aber sicher ein. Also die Leute, die geschrien haben, ich soll den Zwergen helfen. Ja, gerne. Aber ihr seht, ich habe noch eigene Probleme. Das da zum Beispiel. Oh, scheiße. Okay, Freunde. Es geht nicht anders. Wir müssen das beim nächsten Mal spielen. Denn die letzte Folge war zu lang. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss und ade.